Bau auf das Dach, die richtig 100 Quadratmeter nutzen, oder ihr müsst das mal auf das Quadratmeter. Im Bild, das sagen ja auch die Wünsche und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, wird seit langem ein Mittelpunkt gefordert. Ein Mittelpunkt auch in Form von Einzelhandelsnutzung. Das war immer Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung für diesen Ort. Und ein Zentrum dieser Größenordnung ist natürlich auch wichtig für die Gesamtheit des Projektes. Dieses Stadtteilzentrum, in dem Sprach- und die Bürgernutzung, die würden sich von den Funktionen her und auch von der Wirtschaftlichkeit nicht realisieren lassen, wenn nicht nebenan auch die Arkaden entstehen können. Jetzt wurde ja, haben Sie eben schon kurz angesprochen, die Verkaufsflächenabsicherung wurde immer wieder gefordert. Wird sie jetzt in den Vertrag eingebaut? Gibt es da noch Änderungen, die gefordert werden, vor allem von der FDP? Also die Verkaufsflächenbegrenzung ist ja schon in den Vertrag und die dazugehörigen Nachträge eingebaut. Was jetzt noch dazu kommt, und das wird der nächste Schritt sein, der aus unserer Sicht auch vor dem 22. Juni erfolgen kann, einen weiteren Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag, in dem abgesichert wird, dass die Grundschuld, die den maximalen Strafbetrag sichert, an erster Stelle ins Grundbuch eingetragen wird und dass bis zur Eintragung dieser Grundschuld eine Bürgschaft der Bayerischen Landesbank gestellt wird. Bis zur Eintragung, sodass die Stadt in jedem Fall abgesichert ist, dass dieser Strafbetrag gezogen werden kann, wenn ein Strafbestandteil überhaupt zum Tragen kommt. Jetzt ist das Misstrauen ja trotzdem recht groß gegen dieses Projekt. Was glauben Sie? Ja, das ist natürlich durch die Diskussion, die in den letzten 2 bis 3 Jahren auch von Projektgegnern, teilweise auch mit verwirrenden oder falschen Informationen zu einem Projekt dieser Art veröffentlicht worden sind. Dadurch ist natürlich die Verunsicherung in der Politik wie auch bei Bürgerinnen und Bürgern groß, weil keiner mehr durchschauen kann, was bewegt sich eigentlich in diesem Projekt. Das ist auch der Grund, warum wir in diesem Bürgerzelt ganz offen die Planung vorstellen, auf jede kritische Frage eingehen und auch versuchen, dieses Unverständnis und auch dieses Nichtverstehen von Argumenten der Gegner zu entschärfen. Ist ja mal die Rede von Brutto und Netto, von Verkaufsflächen, von Nebenflächen. Wie werden die Arkaden, wenn jetzt nach dem derzeitigen Planungsstand dann auch durchkommen und gebaut werden, wie werden sie aussehen? So? Ja, die Arkaden, das ist ein dreigeschossiger Baukörper mit 3 Verkaufsflächen, der eine Bruttogeschossfläche von 48.500 Quadratmeter haben wird. Und eine Verkaufsfläche nach Einzelhandelserlass von 24.500 Quadratmetern. Das sind die Zahlen, die als Kompromiss zwischen Stadt und MFI schon vor 1,5 Jahren verhandelt worden sind, die auch immer Bestandteil des städtebaulichen Tages und des Bebauungsplans waren. Und wie gesagt, die Einhaltung der Größenordnung ist 6-fach zwischenzeitlich abgesichert. Und letztendlich hat auch die Behörde immer die Hand darauf, die Genehmigung für die einzelnen Flächen vorzunehmen oder die Genehmigung zu verweigern. Jetzt wird der Rat am 22. entscheiden, was passiert, wenn der Rat das Projekt nicht durchwinkt. Für uns stellt sich zunächst mal nicht die Frage, was passiert, wenn der Rat ablehnt. Für uns stellt sich dann einfach wir müssen die Aussage nochmal hervorheben, wir haben alle Forderungen, die in den letzten 1,5 Jahren durch die Politik an uns herangetragen worden sind, erfüllt. Auch die aktuellen Wünsche und Nachbesserungswünsche der FDP sind erfüllt worden. Die entsprechenden Texte dazu und die entsprechenden Erklärungen der Bayerischen Landesbank liegen sowohl der Verwaltung wie auch der Politik vor. Eine kurze Frage, wenn es dann grünes Licht gäbe, wie wäre dann der weiße Zeitplan? Ja, wir haben bereits einen Abrissantrag, den haben wir schon seit 2 Jahren. Das heißt, wir würden dann sehr zügig die Vorbereitung treffen, um den Abriss zu beginnen. Wir würden im Winter mit dem Hochbau, mit dem Bau des Gebäudes beginnen.
und würden uns dann vorstellen, im Herbst 2008 Arkaden, ersten Abschnitt Wohnungsbau, Stadtteilzentrum und Grünanlagen zu eröffnen. Dann ein bisschen weiter. Gut, danke schön.